Okay, da bin ich wieder und ich habe Verstärkung. Komm mal her. So, mein Kumpel ist jetzt hier mit und unterstützt mich ein bisschen, ne, Digga? Ne, komm mal her. Hey. Ja. So, der gibt mir moralischen Beistand. Guck mal dort. Sag mal hallo. Da. Na, du Spinner. Ja. Ah, ein Feiner. Ist es ne Look? Ja. Alter Genießer. Ja, hab mal schön Platz. So, der liegt hier vor mir und wärmt mir die Füße, sehr angenehm. ja, danke für die Komplimente, Lex, das höre ich sehr gerne. Zuschauer, naja gut, das lässt sich ja alles nicht herbeizaubern, das wird noch, hoffe ich mal stark. Von nichts kommt nichts. Und von daher, und das Setup habe ich mir abgeguckt von ein wenig von FFS TV. Kannst du gerne mal hier auf bei Twitch suchen. FFS TV. Sind Kanadier, super gut. Meine Lieblingsstreamer, die gucke ich immer wieder an. Von denen habe ich mir das so ein bisschen angeguckt. Hab jetzt auch vor kurzem das Okay von dem von Fraser, demjenigen, der das so in die Wege leitet und der Typ hinter dem Ganzen ist. Hab das Okay von dem bekommen, dass ich meinen Stream so ähnlich aufbauen darf. Von daher super. Ah, schön warm wird das gleich hier am Fuß. Na, Dicker? Ja. Alter Genießer. Ach, ich brauche wieder nichts machen. Ganz angenehm, aber auch ein bisschen sinnlos. Kann ich überhaupt hier? Doch, ich kann anders laufen, aber er läuft dann auch alleine hinterher. Jetzt nicht mehr. Was genau machen wir jetzt? Schaffst du den alleine? Ja, mit Mühe und Not, hä? Okay. Ich glaube, die haben sich gegen jeden gewandt. Die sind einfach so blöd, die Ghule. Es ist egal, gegen wen sie kämpfen. Alles Alkoholiker. Neun, sichere das Gebiet. Was heißt denn neun? Einfach alle töten oder was? Wer schreit hier so? Na? Ha, das war doch mal professioneller Assassinen-Kill. Jetzt habe ich hier so eine blöde Fliege. Ein Karren, der Funke der Rebellion. Ach so. Ach ja, weil Schießpulver drin ist. Na gut. Ich versuche das jetzt mal zumindest hier schleichend zu erledigen. Ich glaube, dann wird es doch einfacher. Was ist denn der Typ? Ach, da oben. Sonst kommen nur wieder hunderte Leute hier angerannt und dann wird es nur wieder blöd. Wow, er ist sogar mal dorthin gesprungen, wo ich wollte. Es geschehen ja noch Zeichen und Wunder hier. Rockstehlende Maden. Ist ja eklig. Ach shit, wo ist er denn jetzt hin? Sind das alle?
Nee. Jetzt. Jetzt habe ich es endlich. Das war mal gar nicht so verkehrt. Bin ich ein bisschen stolz auf mich. Der Wagen ist hier. Hä, wo sind denn jetzt deine Männer? Ah, okay. Ein Pferd wäre ja hilfreich. Wäre jetzt so mein Vorschlag. Oder was genau macht ihr hier? Ah, jetzt schläft er wieder ein hier beim Laufen. Oh, ich habe 3 Paar Socken an und habe trotzdem saukalte Füße. Das gibt's gar nicht. Ja, Genbo, da hast du auf jeden Fall recht. Allerdings, ich bin nicht so der Typ, der unbedingt gerne aggressiv auf sich aufmerksam macht. Was vielleicht auch ein bisschen falsch ist. Aber ich habe da auf jeden Fall was in Planung. Aber noch ist das alles nicht fest. Von daher will ich da jetzt auch noch nicht drüber reden. Aber da kommt was. Da kommt auf jeden Fall was. Mit Seiten, ja, ich hatte das mal, beziehungsweise hab's glaube ich immer noch bei Desperate. Hier, Mod von mir, ist Desperate noch da? Ich muss mal gerade gucken. Desperate, bist du noch da? Nee, Desperate ist nicht mehr da. Aber der hat mich auf seiner Seite netterweise eingebunden. Aber ja, leider ist er seine Seite nicht mehr so richtig am Nutzen und war das auch schon die ganze Zeit nicht. Hat das so ein bisschen während der E3 nochmal gemacht. Aber das Problem bei dem Ganzen ist auch, seine Seite ist auf Englisch. Und ja, da ich eher selten auf Englisch streame, nützt mir das dann auch nicht so viel, wenn dann englische Zuschauer kommen würden. Ach shit. Naja, was soll's. Kamera. Google Ads, lohnt sich das wirklich? Bin ich mir nicht so sicher. Hab ich noch nie ausprobiert, bin ich aber auch noch nie auf die Idee gekommen. Ach so, soll ich das Vieh freilassen? Nee, hä? Ja, weil ich da nicht wirklich weiß, wem das angezeigt wird. Und klickt da ernsthaft jemand drauf? Auf die Werbung? Ich würde es nicht machen, ehrlich gesagt. Ja, müsste ich vielleicht mal probieren, nur um zu sehen, ob ich wirklich was davon habe. Ist vielleicht eine Idee. Oh, lauf doch mal schneller, Alter. Bist ja anstrengend. Ihr dürftet den Turm hier eigentlich gar nicht sehen, oder? Den Durtang. Ach hier, das Ding. Warum wollt ihr denn hier? Ach so, hier unten durch das Flussbett oder was? Eieiei. Okay. Verdammt.
verdammt nochmal. Blöde Motte oder was das für ein Biest ist hier. Ja, das ist dann aber auch ein bisschen teuer, du. So viel Geld habe ich nicht. Das sieht zwar alles hier sehr professionell aus und so soll es ja auch aussehen, aber ich bin kein Millionär. Das ist schon alles, was ich so an Geld übrig habe, stecke ich hier in den Stream rein. Und das ist jetzt nicht so, als hätte ich da mega großen Spielraum. Was ist denn das jetzt hier? Ist ja eingefroren, ne. Ah, ihr Drecksteile. Zack, seid ihr weg. Da weiß ich wenigstens, dass es Gamer sehen. Ja, das stimmt. Ich habe mich ja auch schon bei verschiedenen YouTube-Netzwerken beworben. Bei YouTube ist aber ganz einfach das Problem, dass ich da die ganze Zeit nicht wirklich meine YouTube-Seite gepflegt habe und da sehr unregelmäßig was geupdatet habe und dafür dann einfach auch zu wenig Viewer habe. Und man dann auch ehrlich gesagt sagen muss, obwohl die dort alle schreiben, dass sie sich natürlich jede Bewerbung einzeln angucken und nicht nur nach den Zahlen urteilen, ist das nicht so, sondern die gucken sich die Zahlen an und dann kriegst du eine Standard-Mail zurück hier von wegen nicht genug Viewer und dann noch so ein freundlicher Satz, aber wir beobachten dich weiterhin. Ja, aber wirklich reingeguckt wird da nicht. Von daher, ja, nützt das wenig. Na, scheiße, wieder so ein Hund. Shit. Okay, anders. Nice. Die Hunde sind am ätzendsten hier. Ja, anfangen kostet nichts, da hast du recht. Ein Feind setzt den nächsten. Sichere das Gebiet, ja, welches Gebiet denn? Ja, ich wollte gerade sagen, so monumental ist das nicht mehr. Ja. Tja. Selbst schuld, wenn ihr bei Sauron bastelt. Mir die Wachen, okay. Nee, die schwinden nicht in ihrer Zahl. Das sind immer noch sau viele. Und die wachsen auch auf wundersame Art und Weise immer wieder nach. Also erzähl mir nichts hier. Wie konnte der mich denn jetzt wahrnehmen hier? Ach so, die sind gar nicht richtig markiert, die Wachen, sondern das sind einfach nur 17 Typen. Hier gibt es jetzt noch nicht mal ein Nebenziel. Oh, scheiße. Ach komm. Habe ich noch gekriegt. Wo sind denn noch Pfeile hier? Überall zeigt es mir hier Pfeile an. Ach, hier drüben. Hm.
glaube, die zählen nicht, oder? Hm, doch, 9 habe ich schon. Noch 6. Ey, die greift doch, die greifen hier vorne die Menschen an, oder? Ja, das ist natürlich blöd, wenn die jetzt außerhalb des Gebiets rennen hier. Der war nice. Der war schön. Da oben. Na, so weit sollst du nicht runter. Ah, okay. Geschafft. Na. Stürmt zum Tor, ja, oder lasst euch halt Zeit. Verteidige die Karre. Ach scheiße, keine Pfeile. Klasse. Nein, keine Angst vor denen. Ihr unbewaffneten, starken Helden werdet sie vernichten. Ach so, das war's schon wieder. Hauen die da drauf? Ja, klar. Ey, hör mal jetzt auf, war's das? Nee. Diese Schützen in den Kopf. Ich habe doch nur 2 getroffen. Wieso habe ich jetzt 3 von 3 getroffen? Ist doch wieder Bullshit hier. Na. Geht der Karren kaputt hier? Leute, ihr sollt die scheiß Karre hier bewegen. Ja, irgendjemand haut doch hier dagegen, oder was? Ach, hier ist noch einer. Oh. Schiebe die Karre. Na gut, dann mache ich das halt. Ach Gott. Kann das nicht mein Geist machen? Ich würde hier lieber kämpfen. Zählen war wohl nicht die Stärke, ja. Naja, scheinbar irgendwie doch, aber irgendwie auch nicht, weil ich habe ja 3 getötet dann. Aber es hat ja 3 von 3 angezeigt, bevor ich den getötet habe. Seltsamerweise. Okay. Jetzt habe ich auch keine... Ach doch, ich habe wieder Pfeile. Na, schnell. So viel hält das Ding nicht mehr aus. 50 Fuß, mein Gott. Er steht nur da und guckt, ne? Der eine hier. Er hat gar keinen Bock. Er brüllt ein bisschen, guckt böse. Aber auf die Idee, mich aufzuhalten, kommt er nicht. Ah. Gut, dass der brennende Wagen voll Sprengpulver erst explodiert, wenn ich das Ding ans Tor ranramme. Und nicht vorher schon in die Luft fliegt. Klingt ein bisschen.
bisschen wie ein UFO, der Soundeffekt aus dem Controller hier gerade. Ne, look. Ah, der ist so eine tolle Fußstütze, der Hund. Ha, kann man schön die Füße hochlegen. Ach, Luke, mit dir kann man es machen, ne? Dicker. Aber obwohl ich hier einen Teppich habe, kommt die Kälte von unten hochgekrochen. Mann, oh Mann, ich muss mir wirklich mal hier eine Fußbodenheizung oder so eine Heizdecke hinlegen. Das wäre was. Ich glaube, sowas habe ich gar nicht. Ah, ich freue mich schon auf Winter. Dann ist es nämlich angenehm hier. Auftrag abgeschlossen. Fertigkeit erhalten. Super. Und der schwarze Hauptmann. Oh, jetzt kann ich endlich hier so einen dicken Typen mir vornehmen. Cool. Übersprungbetäubung. Tödliche Variante des Schatten. Ach so, ja, das kann ich ja auch noch machen. Aha. Mach ich mal. Stimmt, da habe ich schon gar nicht mehr dran gedacht, dass ich das Ding hier habe. Verbesserung. Mehr Gesundheit, ja, bitte. Bitte, 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 danke. Okay. Neue Mission hier oben. Wo bin ich jetzt gerade? Der Pfeil ist so klein von mir. Soll ich nochmal hier probieren? Plus 40 ist nicht viel. Plus 40. Plus 70. Ach, das ist wieder der dumme Schamane, dem du seine Unterstützer tötest. Vorsicht, nee. Nee, das wird wieder nur nervend. Ich geh mal dahin. Ja, super. Mann, du hältst was aus. Skun vom Schwarzen Tor. Nett, dass du dich mir vorstellst, während du schon fast tot bist. Ja, okay. Dann macht der Hund halt das. Wie hat er sich denn jetzt geheilt, der Penner? So ein Cheater-Schwein. Komm, schnapp ihn dir. Finde ich ja gut, wenn der Hund mir hilft. Scheiße, jetzt nicht mehr. Flüchtet, ach komm. Nee, du, ja, sehr gut. Der Hund ist halt leider sehr unentschlossen. Ich muss dich erstmal töten, sorry Hundi. Aber du nervst. So, nochmal. Komm mal her. Ach, das ist echt noch dieser Scheiße. Leidet Schaden durch Fernkampfangriffe. Kann durch Fernkampf- und Schattenangriffe. Erleidet Schaden durch Explosionen. Immun gegen Kampfangriffe und Todesstöße. Immun gegen Schleichen. Na, dann sollte ich vielleicht wirklich mit dem Bogen mich bei ihm probieren. Ja, dann decke ich den hier noch auf. Moment mal, hieß er Dünnpfiff? Da muss ich jetzt gerade nochmal gucken. Wo war denn der hier? Ah, super. Zeig mal hier. Zatra Dünnpfiff. Ist er vollgeschissen hier, oder was? Sieht ja wirklich nach Dünnpfiff aus. Wer gibt sich denn so einen Namen? Oh Mann, ey. Das ist ja hardcore.
Total bekloppt. Okay, dann gehe ich doch zu der markierten Mission hier hin. Wenn das der Typ ist. 5 Macht, wow. Die merken auch gar nichts hier. Solange ich an denen schnell genug vorbeirenne, merken die auch nichts. Ach, das war die Scheißmission. Verdammt, jetzt dämmert's mir wieder. Oh nein. Na gut. Elite-Häuptling. Töte die Uruks, ehe sie andere benutzen. Okay. Und der Rücken wird ihre einzige Verstärkung sein. So, das war aber, glaube ich, nur einer. Töte die Anhänger. Ja, wenn das wirklich nur 5 sind, dann muss das doch machbar sein. Mich nicht ganz so blöd dran stelle. What the fuck? Wie konnte mich der denn jetzt sehen? Scheiße, der hier. Den habe ich nicht gesehen. Oh, wo rennen die denn jetzt hin, die Penner? Gibt's doch nicht. Nein, ach, leckt mich doch. Wo rennt er denn jetzt hin hier? Komm. Und der eine hat mich gesehen. Ach, ist doch eine Scheißmission. Ja. Jetzt. Zehntausende wieder hier, die mich bemerkt haben. Na komm. Nochmal. Töte die Uruks, ehe sie andere benachrichtigen. Der Häuptling wird ihre einzige Verstärkung sein. Danke für deinen Hinweis. Das hätte ich jetzt nicht gewusst, wenn du es mir nicht nochmal zum 5. Mal gesagt hättest. Geh doch mal hier an dem. Oh, spring weiter, na also. Jetzt ist hier keiner. Lösen die jetzt Alarm aus? Da ist doch noch einer. Hab ich den nicht gerade gekillt? Krieg ich nicht. Na also. Ach, und meine Capture-Box spinnt. Na klar. Hm,
So alle 2 Stunden beschließt meine Capture-Box irgendwie immer abzustürzen. Ich weiß nicht warum. Irgendwie hat sie Freude dran. Nur 4 Pfeile. Ui, der ist aber ganz schön anfällig gegen Pfeile. Wow, what the fuck? Alter. Wenn ich jetzt hier noch irgendwo Pfeile hätte, ne? Ja, 2 Bosse auch noch. Muss es doch irgendwo Pfeile zu sammeln geben. Hier sind Wände, die ich irgendwie zum Einsturz bringen kann, aber wurde auch noch nie erwähnt, wie ich das machen kann. Hier unten. So, wo ist denn der Typ jetzt? Oh. Hey, der hat's gerade geruckelt. Ja, kletter doch hoch, Mann. Flüchtet. Ah. Oh. Obwohl, das ist gar nicht so schlecht. Dann haut er ab hier aus der Masse an Gegnern. Dann kann ich ihn mir jetzt vielleicht vornehmen. Komm. Nicht so lange landen, sondern rennen. Oh, what the fuck? Wo rennst denn du rum, du Spacken? Dich interessiert sich echt kein Mensch. Komm! Nein! Mann! Noch 2 Schläge oder so! Jawohl! Komm! Stehst du auf mich, du alte Drecksau? Yes! Noch schön den Helm ausgezogen. Oh, krasse Tattoos hat er auf dem Kopf. Ach, und alle hauen sie ab, ne, also. Oh. Sogar die anderen Häuptlinge hier hauen ab. Oh, Moment, ich kann da hier noch ein Ding einsammeln. Das war eine schwere Geburt. So, was habe ich denn jetzt? Nein. Was habe ich denn jetzt für ein Ding hier eingesammelt? Für eine Rune. Schwert. Ach, der Erde. Bodenhinrichtung. Ja. Stufe 6. Das wandle ich gleich wieder um. Stufe 6. Hm. Stufe 6. Alles so ein Schrott hier. Schön, dann kann ich doch jetzt... ich habe aber doch noch was. Ah, hier kann ich was machen. Nee. Fertigkeit auch nicht. Ja. War die Information vielleicht Quatsch. Dann kann ich ja jetzt mir... den ersten Bösewicht vornehmen. Kreis halten, Verzerrung. Unten links blinkt das. Seht ihr das? Ja, mein Sessellehne ist leider davor, aber es zeigt an, ein Kreis und halten, Verzerrung. Wenn ich jetzt Kreis gedrückt halte, passiert leider gar nichts. Hm. Naja. Ich hoffe ja mal, dann geht's ins nächste Gebiet und ich hoffe, das wird ein bisschen abwechslungsreicher, denn die Gegend hier ist schon ein bisschen abwechslungsarm. Sieht halt alles recht grau und gleich aus.
Mal gespannt, was das für ein Tybi hier ist und was das für ein Kampf wird. Blümelein. Schön wäre es ja, wenn ich was davon hätte, außer hier die Herausforderungen, wenn ich hier Pflanzen sammle, wenn ich noch irgendwelche Tränke brauen könnte oder so. Der schwarze Hauptmann Gortor ist gefallen und die schwarzen Hauptmänner haben deine Herausforderungen angenommen. Sehen aus wie die Emo-Hauptmänner. Ne, Luke? Die Emo-Hauptmänner. Oh, ja. Ne, Digga? Ja. Ach, der sieht doch noch gut aus. Wie neu. Ihr Loser. Die Frau könnte da lassen, will er damit sagen. Männer und Männer zuerst, Frauen. Ja. Ja. Ist ja jetzt also. Dein Fräulein kannst du ihm hier lassen als Sklavin. Bist du der schwarze Hauptmann? Sieht gar nicht so böse aus, oder? Ja, die sind nicht so ganz fähig. Ach ja, er. Ist der Letzte, der übrig ist, na klar. Was für ein Zufall. Du hast es überlebt. Kannst du mal sehen. Ja. Nun, bring mir den Kopf dieses Grabwandlers. Hol ihn dir doch selbst. Ah. Ich dachte jetzt, ich muss ja erst mich wieder hinschleichen, aber das war ja einfach. Tja, das wüsste ich auch mal gerne. Wo ist denn der Spacken jetzt hin? Ach, Kacke. Alter. Wow, der prügelt ja zu, ey. Okay. Na, zumindest gegen die Betäubungsschläge hier hat er was. Ja, den wollte ich jetzt eigentlich nicht so killen. Ich wollte eigentlich gegen den Hauptmann hier. Uiuiui. Ui, du teilst aber auch ganz schön aus, mein Freund. Yes, genau so sollte das laufen. Okay. Shit.
Na, ah, shit. Oh nein, ach Menno. Warum zeigt's denn immer wieder diesen Quatsch an? Jetzt hätte ich das jetzt nicht schon langsam verstanden, wie das funktioniert. Yes. Shit. Ah nein. Knapp versaut wieder den Combo. Shit hier. Yes. Okay, da wird er wieder böse. Ah! Dem starken Angriff von ihm kann man kaum ausweichen. So schnell kann doch kein Mensch reagieren. Also ich zumindest nicht. Ich dachte, das sind Uruks und keine Orks. Shit, falscher. Also, ja, die scheiß Attacke hier. Das macht er so schnell. Na, fuck. Komm. Nein, falsche Taste. Ach, ist doch klasse. Ach, Mensch, zum Glück kann der jetzt wenigstens nicht mehr aufsteigen im Level. Der hat schon seinen Maximalscheiß erreicht. Ah, Mann, Mann, Mann. Ja, du mit deinem scheiß starken Angriff hier. Yes! Der war nice. Schön von hinten in die Wampe rein. Shit. Falscher. Nein. Ich hab doch A gedrückt, Mensch. Was wollt ihr denn noch von mir? Yes. Aha. Mach schön Platz, Luke. Ja, das macht mir wenigstens nichts, wenn er mich so wegschubst. Ah, ich hab doch noch den Angriff gemacht, Mensch. Du Penner. Oh. Yes. Verträgt denn der noch? Bullshit. Shit, und wieder der Falsche. Nein! Yes! Mann, zieh das dem auch wenig ab.
Ah, ficken. Ja, toll. Ja, nö. Nervensäge. So, ich mache jetzt immer nur zwei Schläge auf ihn, sonst macht er seinen starken Angriff und dann wird's Rotz. Und dann lieber so einen auf ihn. Nein! Oh shit, komm, bitte schnell! Yes! Oh. Mal gerade so rausgegurkt hier. Ja, komm! Ah, fast! Yes! Ah! Penner! What? Nice. Das ist eine Wohltat. Das ist eine Wohltat, Luke. Dein Handeln war mehr als vorstellbar. Ach so, ja, da hat er recht. Das war schön blöd. Ihn langsam und qualvoll getötet. Was? Wo kommst denn du jetzt her? Wer bist du? Mein Name ist Nitariel. Ich stamme vom Norden. Aha. Meine Mutter sagt mir, du bist. Aha, wer ist denn deine Mutter? Wo kommst du plötzlich her? Du wärst besser geblieben, wo du warst. Hier gibt es nichts außer dem Tod. Ja, ist schon alles vorbei. Danke, dass du jetzt kommst, Alte. Jetzt brauche ich deine Hilfe nicht mehr. Wo kommt denn die jetzt plötzlich her? Oh Mann. Der große Celebrimbor, ah ja. Aha. Was will sie ihm darbieten? Ein Opfer, dich. Toll. Ich muss Vorräte sammeln. Der Rückweg nach Norden. Ja, sammel mal ein paar Kräuter und Pilze, das ist schon recht weit. Lass mich die Monster killen und du sammelst Pilze. Ein Hoch auf die Klischees. Okay. Der schwarze Hauptmann, Erfolg, 800 XP und keine Macht. Der Hammer fällt. Der Bote, jetzt verfügbar. Mach dich bereit, Isri hinter den feindlichen Linien in Herzmode zu begleiten. Wahrscheinlich dann hier runter irgendwie, ne? Und hier ist ja auch noch so ein bisschen Zeug. Na gut, ich mache aber erstmal Schluss für heute. Ich denke, das reicht erstmal. Das war ja doch eine lange Session. Jetzt so zum Schluss war es dann auch mal ganz geil. Das sind wirklich so die Schleichmissionen, die mich halt immer abnerven hier. Was geht denn da hinten ab? Explodiert? Hm. Okay. Ich danke euch fürs Zugucken. Ich danke euch fürs Followen, fürs Chatten und so weiter und so fort. Luke, komm mal her. Wir sagen jetzt mal noch feinartig gute Nacht. Mach schön Platz hier. Fein. So, gute Nacht von mir. Gute Nacht auch von Luke. Gib mal Pfötchen. Ja, fein. Oh. Macht's gut, bis morgen. Morgen wieder so gegen 19 Uhr, denke ich. Tagsüber habe ich leider keine Zeit. Am Samstag streame ich bestimmt auch mal nachmittags. Na? Machen wir, Dicker. Tschüss, bis dann.